ich kann nicht mehr als nur mit dir befreundet sein. Und ich will es auch gar nicht, weißt du? Also, das klingt total böse jetzt, aber ich schätze dich sehr als Freund. Die Schwingen ist wach. Und, hi, Kasper. Deine Tochter, sie ist wach. Komm gleich. Ich mach das schon selber. Alles gut, ich krieg das hin. Gut. Ich guck mal nach Shirin. Soll ich dir einen Kaffee machen? Nee, ist gut. Hier ist nur ein Ausschluss, eine Freundschaft. Hab dazu nichts zu sagen. Gesagt, okay, das war nicht angelogen. Aus Versehen war das. Okay, raus jetzt hier. Ja, ich komm schon raus. Es ist doch nicht so schlimm. Ich freue mich doch für dich. Geh jetzt sofort raus. Oh Gott. Jetzt bin ich ernsthaft mit Kasper im Bett gelandet? Und Paco musste uns auch noch erwischen, nachdem ich ihn gestern Abend angelogen habe, dass Kasper nicht mal hier ist? Und dann habe ich gesagt, nein, Digga, ist jetzt gut. Und er so, ja, okay, okay. Geilste Story, danke schön. Kaffee überhaupt? Die Leute, ist schon wieder leer. Ja, Chico. Ich hab keinen Bock, heute Kaffee zu machen. Muss ich auf die Toilette? Ich hole eine neue. Okay, soll ich Kaffee auch gleich? Nee, los. Wir machen gleich. Glaube ich nicht. Ich glaube, Leonie hat ein Problem. Ja, sie hat kein Problem. Sie hat nur ein bisschen Liebe im Kopf. Nein! Kasper und Leonie hatten Sex. Was? Das ist gerade nicht dann. Ich hab Leonie ins Bett erwischt. Super. Was geht denn hier? Ganz kurze Sekunde mit dir, ja? Okay. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie ich anfangen soll, aber es ist ja an sich nichts Schlimmes, was jetzt passiert ist. Ne? Also ist ja alles cool. Das Ding ist einfach nur. Vielleicht sollten wir noch mal drüber reden. Sekunde. Weißt du noch mal in Ruhe? Ist heute Freitag? Ja. Fuck. Ich habe heute Bereitschaftsdienst. Scheiße. Okay, das heißt? Das heißt, dass ich in einer halben Stunde im OP stehen muss. Was schaffst du das? Kannst du die Kleine zur Kita bringen? Geht das? Dann. Okay. Ja? Mhm. Oh, danke dir. Dann, ich melde mich später. Das sah nicht nach Freundschaft aus, oder die? Ja, no. Freundschaft. Man seine Freunde zum Anfang. Jetzt ist doch gar nicht richtig draußen. Das ist halt so peinlich manchmal, wirklich. Als ob er das nicht hört, wenn er da vorne steht. Mhm. So, seid ihr jetzt zusammen oder nicht? Nein. Natürlich sind wir nicht zusammen, Leute. Was? Oh. Wieso? Dann hat er dich gerade geküsst, um Tschüss zu sagen? Weil das. Sollen wir das jetzt ab jetzt auch machen? Komm mal her. Tschüss, Leonie. Mann, das war ein Reflex. Das war so ein kleiner so ein Mutterküsschen. So. Das war nicht auf Ernst. Er ist aber nicht deine Mutter. Okay, können wir kurz aufhören damit, ja? Ich bleib dabei, wir sind nur Freunde und das, wir haben ja nicht mal geredet. Ich werde ihm das nochmal klar machen, dass sich nichts an unserem Verhältnis ändert, okay? Gut, und jetzt bitte einmal kurz die Klappe halten. Hey Kasper, ich wollte mich nur nochmal ganz kurz bei dir melden. Also es geht alles klar mit Shirin, ist kein Problem, nur können wir noch mal reden heute? Vielleicht schaffst du es zwischen deinen OPs einfach in den Brautmodenladen zu kommen und genau, dann können wir uns da kurz sehen, ja? Super. Ich will kein Wort mehr hören, okay? Ich kümmere mich jetzt um die Kleine. Verdammt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Kasper das mit dem lockeren Sex genauso sieht wie ich.
Hoffentlich versteht er, dass ich definitiv keine Beziehung haben will. Hast du deine Hände gewaschen? Hab ich. Nimm mal lieb gemeint. Ja. Also, das ist doch sehr toll. Paco. Wie? Ach, guck mal, wen wir da haben. Hey. Hey, ne? Hey. Hi, Kasper. Hi, Alice. Was gibt's zu trinken? Ich habe mein Bein ausgerissen, um pünktlich herzukommen. Hat das mit Shirin alles hingehauen? Mit dem Kindergarten? Ja, mit Shirin ist alles super. Die wird total lieb. Super, danke nochmal. Ich wollte kurz mit dir reden. Also worüber willst du reden? Na, du weißt schon. Weiß nicht. Na, die Sache da zwischen. Dass wir miteinander geschlafen haben. Also, ich will es jetzt auch nicht unterstellen. Aber wenn du mehr von mir willst, dann sag mir das einfach ehrlich. Okay, weil das ist super wichtig, dass wir einfach ehrlich und fair miteinander sind. Ja, und genau deshalb wollte ich jetzt auch nochmal sagen, dass ich kann nicht mehr als nur mit dir befreundet sein. Und ich will es auch gar nicht. Weiß. Also, das klingt total böse jetzt, aber ich schätze dich sehr als Freund. Ja, das wollte ich dir sagen. Und dass es halt jetzt nichts an meiner Einstellung sonst geändert hat. Hey, ist das das, was du sagen wolltest? Ja. Ich muss jetzt auch wieder in OP. Also, ja. Dann dir einen schönen Tag. Ciao, Leute. Ciao, ciao. Okay, was heißt das jetzt? Also, ist Kaspar auch fein damit, wenn wir weiterhin nur Freunde bleiben? Oder fand er das jetzt gerade ultra scheiße von mir? So richtig schlau bin ich aus seiner Reaktion nicht geworden. Das lief ja super. Entschuldigung, sorry. Ist alles okay, wir machen das schon. Was passiert? Das ist nicht schlimm. Das gibt's doch nicht. Was ist denn hier? Kasper, oder? Es geht immer um Kasper. Nein? Doch, du glaubst doch nicht ernsthaft daran, dass ihr noch Freunde bleiben könnt, nachdem ihr gestern gelandet seid. Paco? Freunde, machen wir was nicht. Oder sollen wir ein bisschen Sex haben? Kannst du bitte? Unserer Chefin und zufälligerweise auch der Schwester von Kaspar, das zu erzählen. Die braucht garantiert nichts von unserem kleinen Ausrutscher-Ding da. Sie ist eine erwachsene Frau, okay? Sie kann mit der Wahrheit umgehen, im Gegensatz zu dir. Ach so, und ich bin ein kleines Kind, ja? Leo, du machst dir einfach nur was vor. Wieso gibst du nicht einfach zu, dass du auf Kaspar stehst? Das sieht doch jeder. Und er mag dich auch. Dass ihr Sex habt, das war schon von Sekunde 1 klar. Was redest du da? Ich glaube, dass ich selber für mich am allerbesten weiß, was ich will und was ich vor allem nicht will, okay? Und was ich nicht will, ist eine Beziehung zum 10.000. Mal. Das war ein kleiner, unnötiger Ausrutscher. Das war ein bisschen Spaß. Das ist kein Ausrutscher, wenn man das wieder tun würde. Oder hast du es nicht genossen? Du würdest safe mit dir wieder schlafen. Paco, darum geht's doch gar nicht. Es geht nicht nur um Paco, um mich und Kaspar oder um irgendwelche Gelüste oder so. Es ist ein Kind mit im Spiel. Okay? Dieses ganze Family-Ding und so, das ist mir viel zu viel, das ist too much, das habe ich mir nicht so vorgestellt. Okay? Und deshalb bleibt es auch dabei. Und es wäre jetzt sehr, sehr nett von dir, wenn du einfach damit aufhören könntest, mich so krass zu nerven, mir irgendwelche Sachen einzureden. Mir aus. Ich sag dir eins, das wird safe in Drama enden. Paco, glaubst du jetzt nicht ernsthaft, dass ich mich wirklich auf Kaspar einlasse? Nur weil ich einmal mit dem im Bett gelandet bin, heißt es nicht, dass er meine große Liebe ist. Und, liebe Leonie, hast du eigentlich schon für uns eingekauft oder willst du uns verhindern lassen? Nein, habe ich noch nicht, lieber Paco. Ja, du weißt schon, okay? Dass du dran bist, oder? Boah, du bist so zickig, das ist Wahnsinn. So zickig. Doch, du bist bockig. Ich bin wirklich bockig. Doch, bist du voll. Es wäre einfach nur mal schön, wenn gewisse Themen, die einfach privat sind, nicht mit ins Berufliche mischen, dann brauchen wir uns dann. Wieso? Ist es ja peinlich. Sind diese Themen dir peinlich? Ach, ich glaube, sie sind jetzt peinlich, oder? Wieso willst du nicht darüber das reden? Das Einzige, was peinlich ist, dass du immer wieder mit der gleichen Sache anfängst. Wirklich, das ist langsam peinlich. Langsam peinlich, dass du zu deinen Gefühlen nicht stehst. Diese Frau hier, kennst du diese Frau hier?
Die ist sehr stur. Stur ist die. Paco, das Ding ist, ich brauche zu keinen Gefühlen stehen, weil da gar keine Gefühle sind. Wie oft noch? Wirklich jetzt? Langsam. Ich weiß nicht, wie oft ich es noch betonen soll, dass Kasper und ich nur Freunde sind. Dabei bleibt es auch. Darüber braucht man auch nicht mehr über das Gefühl. Du kannst einfach den Typ vergessen, oder? Das wäre einfacher für uns beide. Und für Kasper wahrscheinlich auch. Ich mache alles, was du sagst. Weißt? Ich mache einfach alles, was du sagst. Das wäre doch gut. Ja, du bist mein Vater wahrscheinlich. Oder ich weiß nicht, wer du bist, was du denkst. Das ist mir jetzt. Wissen Sie, wie die Tür aufmachen geht? Das wäre perfekt. Dankeschön. Du bist echt ein Schatz. So. Hey. Kasper, was machst du hier? Ich wollte nur sagen, dass ich es verstanden habe, was du meintest. Und ich dachte, vielleicht hast du Bock, einfach als Freunde einen netten Abend zu verbringen. Bier zu trinken, Tischtennis. Klar, warum nicht? Yeah? Komm rein. Cool. Wie war dein Tag heute? Ganz gut. Bisschen anstrengend. Ja? Yeah? Oh, hey! Ach, guck mal, wer da ist, Leute! Ja. Der Kasper! Willkommen! Ja, der Herr Kasper hat nämlich ein Tischtennis-Set mitgebracht und zwei Bier. Ach, krass! Ja. Und das ist rein geschäftlich, was ihr da macht? Das ist rein freundschaftlich. Freundschaftlich, okay. Ganz genau, Paco, brenn dir das hier oben vielleicht einfach mal ein, ne? So, ich komm. Viel Spaß euch, danke. Bros. Danke. Danke. Ne? So. Siehst du, geiles Wetter haben wir auch noch. Ja, ist mega. Perfekt. Dann würde ich sagen, lass mal anstoßen, oder? Beide Feierabend. Ja, voilà. Dankeschön. Was haben wir noch? Okay, trotzdem, tschüss. Auf die Freundschaft. Ja, so richtig gut. Oh, warum war ich denn zum Ende hin so gut? Hm? Weiß ich nicht. Ja. Vielleicht, weil du die ganze Zeit mit links gespielt hast, weil ich davor zu schlecht war. Hm? Kann das sein? So schlecht warst du doch gar nicht. So schlecht? Das ist eine kleine Herausforderung. Okay, gleich kriegst du eine mit diesem Schläger hier übergebraten, okay, wenn das weitergeht. Ja, und es gibt so was von einer Herausforderung. Was soll das, Kasper? Was sollte das gerade schon wieder? Leonie, haben wir hier ein Problem? Nein, wir haben kein. Brauchst du Hilfe? Alles gut, okay? Ich weiß, es tut mir leid, okay? Ich kann das so einfach nicht. Ich hab's versucht, ich hab diese ganze Scheiß-Freundschaft. Ich krieg es nicht hin, okay? Ich schaff das nicht. Wenn ich in deiner Nähe bin, dann. Ich will einfach mehr. Ich schaff das nicht. Ich lass euch so in Ruhe. Ich lass euch in Ruhe. Ich hab echt versucht. Du bist schon das ganze Wochenende so komisch. Und jetzt hast du gar nichts mehr von mir. Maike ist eine Freundin. Maike ist die Mutter meiner Tochter Lisa. Ich würde dir am liebsten in die Fresse hauen für deine scheiß Lügerei die ganze Zeit, Mann. Hey, schau mal, ich hab dir vertraut, Digga, komm mal runter. Das ist dein Kind, Robert. Ja, schön für dich. Und jetzt? Was diese Frau in sich trägt. Und das macht gar nichts mit dir, das ist dir egal, wirklich? Leonis,